Schauen wir uns doch mal, wie so ein Programm von Arduino aufgebaut ist. Hier in dem vorgeschlagenen Programm, was wir als neu eigentlich aufgemacht haben, aber das die IDE, die Entwicklungsumgebung, uns gleich vorgeschlagen hat, gibt es zwei eindeutig zu sehende Abschnitte. Einmal ein Setup und einmal ein Loop. Beide sind von solchen geschweiften Klammern umgeben und wir werden uns gleich angucken, was es alles bedeutet. Allerdings möchte ich Ihnen zuerst erklären, wie so ein Programm überhaupt funktioniert. Und wenn Sie bis jetzt noch nie programmiert haben, ist es eventuell leichter, sich ein Beispiel zu holen, das man besser kennt. In unserem Fall holen wir uns doch ein Kochrezept. Hier habe ich ein Beispiel für ein Kochrezept. Das ist die Waffel nach Komnetz-Art. Das ist das Rezept, das wir in meiner Arbeitsgruppe jedes Weihnachten benutzen, um uns Waffeln zu backen. Und so ein Rezept besteht prinzipiell aus drei Abschnitten. Die Zutatenliste, eine ungeordnete Liste von Zutaten, die wir bereitstellen müssen, einkaufen müssen, damit überhaupt das Backen, das Kochen funktioniert. Dann haben wir eine Vorbereitungsphase, in der wir alles klarstellen, was wir für dieses Rezept brauchen. In diesem Fall sind es der Waffeleisen, Rührschüsseln, Schlagbesen und so weiter. In anderen Rezepten ist es vielleicht was anderes. Wichtig ist hier auch zu verstehen, dass diese Vorbereitungsphase auch eher ungeordnet ist. Man kann die verschiedenen Schritte in irgendeiner Reihenfolge ausführen. Das hat eigentlich wenig Einfluss auf das Kochen später. Und danach erst kommt die Zubereitungsphase. Da ist es jetzt nun mal sehr wichtig, in welcher Reihenfolge wir diese Schritte ausführen. Wenn man zuerst die Eier ins Mehl schmeißt, ohne sie zum Beispiel aus den Schalen zu befreien, ist es wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee. Genauso ist es auch in unserem Programm. Gehen wir doch zurück zu unserer Arduino-Idee und schauen wir uns doch mal an. Diese Void Setup, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Wir gucken uns im Moment prinzipiell diese Abschnitte, diese Zeilennummern 1 bis 4 an. Wir sehen einiges interessant. Erstens hat das IDE einige Farben benutzt, um verschiedene Schlagwörter hervorzuheben. Man sieht, dass dieses Void eher bläulich ist, während dieses Setup eher grünlich ist. Das nennt man auch eine Funktion. Und diese zwei Funktionen, Setup und Loop, sind nicht umsonst hier sofort vorgegeben, sondern weil das Arduino sie tatsächlich erwartet. Er kann ohne diese Setup- und Loop-Funktion, wenn sie hier nicht drin sind im Programm, eigentlich gar nicht funktionieren. Genauso wie in einem Kochrezept wir ohne Zutatenliste und ohne die Zubereitungsschritte mindestens eigentlich gar nicht klarkommen können. Was sehen wir hier noch? Wir sehen nun geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Diese geschweiften Klammern in Arduino oder insgesamt im Programmieren mit C, das ist die Programmiersprache, die hinter Arduino steckt, das bedeutet, ein kleiner Programmabschnitt, ein sogenannter Programmblock, ist zwischen diesen zwei geschweiften Klammern zu finden. Was sehen wir hier noch? Wir sehen eine Zeile ganz vorne in unserem Block, das kennen wir jetzt, die beginnt mit diesen zwei Zeichen, slash, slash, auf Englisch gesagt. Und diese zwei Zeichen bedeuten, dass diese komplette Zeile bis zum Ende dieser Zeile tatsächlich ein sogenanntes Kommentar ist. Kommentar bedeutet, dass der Arduino diese Zeile nicht mitliest, das ist nicht für ihn, sondern das ist etwas für uns, damit wir besser verstehen können, was wir uns dort bei diesem Programm gedacht haben, was war der Plan, was machen wir hier. Meistens ist es so, sehr oft leider, dass das Programm für Arduino für Menschen schwer zu lesen ist. Deswegen benutzen wir solche Kommentare, um das wieder in menschlich zu übersetzen, damit wir besser damit zurechtkommen. Und hier sagt er auch schon, put your setup code here to run once. Das ist auch wichtig. Alles, was in diesem Block passiert, alle Kommandos, alle Programmzeilen, die wir jetzt schreiben werden, bald, die werden vom Arduino einmal ausgeführt, und zwar ganz am Anfang, wenn wir entweder den Strom geben oder den Reset-Button drücken. Der Reset-Button ist übrigens hier, das ist das Rote. Beim zweiten Block steht fast genau das Gleiche, nur der Name ist Loop. Hier sieht man auch gleich, diese Blöcke nennen wir normalerweise Programmfunktionen.
Und die haben Namen und dieser Name ist genau dieses grünliche hier, genau vor diesen normalen Klammern. Was die normalen Klammern machen, das sehen wir uns in einem späteren Video an. Hier gibt es auch einen Kommentarcode, der sagt allerdings, put your main code here to run repeatedly. Was bedeutet das? Alles, was wir hier als Programmcode eingeben, alle Kommandos, die wir hier reinschreiben, wird der Arduino nicht nur einmal ausführen, sondern immer und immer wieder. Mit anderen Worten kann man sich das so vorstellen, dass wenn der Arduino Strom bekommt oder durch Reset resettet wird, wird er immer zuerst die Funktion Setup ausführen, genau einmal, und danach die Loop ausführen, die Funktion Loop, und das wird er so lange tun, immer und immer wieder, immer und immer wieder, bis ich ihm entweder den Strom weggezogen habe oder wieder auf den Reset-Button gedrückt habe.